Jürgen Weber, 73, gebürtiger Lennepper, hat hier in der Altstadt schon in seinem Berufsleben Immobilien und Wohnungen vermittelt. Herr Weber, glauben Sie, dass Lennep noch sanierungsfähig ist? Ich glaube es nicht, weil vieles spricht dagegen. Warum? Ja, durch Bürokratie und durch Auflagen und weil auch, ich muss es so sagen, Ämter bestimmte Dinge behindern. Also Ihr Vorwurf geht an die Stadt Remscheid? Auch, wie gesagt, auch an Steuerberatern von Finanzen. Haben die Hausbesitzer hier in der Altstadt finanziell höhere Vorstellungen? Die Mieten sind meiner Ansicht nach, ob Gewerbe oder Wohnung, so und so ungerecht. Ich habe das mal einem Architekten gesagt, wo drin stand, ich habe auch mal mit Haus und Grund gesprochen, wo stand 5 D-Mark kalt, da ist 5 Euro reingekommen, da musste 2,50 rein. In 7 Jahren wird sich die Eingemeindung von Lennep nach Remscheid zum 100. Mal jähren. Also die Leute, die das noch selbst miterlebt haben, kann man an der Hand abzählen. Trotzdem habe ich das Gefühl, die meisten Lennepper hadern noch mit der Eingemeindung. Lennep hat ja jetzt einen Zukunftsmanager bekommen. Ja, da habe ich Kontakt mit gehabt mit dem Herrn Freusler. 2x2 Stunden waren wir in Lennep unterwegs. Ich habe ihn mit einigen Vermietern, Gewerbetreibenden bekannt gemacht. Ich habe leider noch nichts gehört, ist es kein Vorwurf an Herrn Freusler, ob da was schon entstanden ist. Würde mich freuen, wenn es natürlich so ist. Wissen Sie eigentlich, wie viele Ladenlokale hier in Lennep leer stehen im Moment? Das weiß ich nicht genau, aber wie gesagt, es ist mal eine Erhebung gemacht worden, dass viele leer stehen, weil viele Vermieter Ärger hatten mit Mietern und gesagt haben, die bohren mir Löcher in die Wände und verwahrlosen mir, die wollen gar nicht mehr. Das heißt, die Mietangebote sind extra so hoch, dass man darauf nicht zuschlagen kann? Nicht alle, aber teilweise ja. Das will ich haben, ist mir oft gesagt worden, gesagt, das spricht aber nicht der Realität, aber die wollen sie einfach haben. Es ist natürlich auch so, dass viele in Anführungsstrichen leider verstorben sind, Hausbesitzer, wo jetzt mittlerweile vielleicht der ein oder andere Erben viel Geld haben wollen. Dann hat der Herr Freusler ja gar keine Chance, hier was zu erreichen. Ich habe, als ich den Herrn Freusler kennengelernt habe, mit Herrn Klaus Kreuzer hier in Lennep, gesagt, das wird nichts, das wird sehr schwer. Es gibt viele Leute, die sagen, das kostet viel Geld, da sind Summen im Spiel, wegen Fassadenrenovierungen und. Es wäre nur ein Alibi der Stadt Remscheid, dass sie so tun, als wenn sie was machen würden. Ich habe gehört, hier in der Altstadt hätte sich ein Immobilienhai breit gemacht. Das stimmt, habe ich auch gehört. Namen sagen wir jetzt nicht. Nein, wollte ich gerade sagen. Ich möchte auch nicht weiter darüber sprechen. Aber Sie bestätigen das? Ja. Der soll eine ehemalige Apotheke umbauen und man hat das Gefühl, es passiert nichts, nur das Mobiliar ist verschwunden. Ich habe die ehemalige Besitzerin dieser Apotheke öfters besucht. Die war hier im Altenheim. Bin denn nicht näher darauf eingegangen. Ich wollte nicht, dass der Einschein erweckt werde. Ich würde hier mich an einer älteren Dame bereichern wollen. Also Sie hätten da auch einsteigen können? Hätte ich, ja. Und jetzt passiert nichts? Nein. Wobei ein Grundstück, das ist hier oben an der Heinrich-Herz-Straße. Und dann hat mir ein sehr bekannter, prominenter Bewohner von Lennep gesagt, der da auch wohnt, sollte hier der erste Spatenstich erfolgen, es sind schon Klageschriften vorbereitet. Also irgendwie hat man das Gefühl, aus ganz unterschiedlichen Gründen, in Lennep passiert nichts. Das hängt von vielen Faktoren ab. Und wie gesagt, was da aufgebaut wird, wird von einem anderen blockiert. Und ich kann nur eins sagen, ich bin froh, dass es in Lennep ein Lennep-Offensiv gibt, ein Karnevalsverein, ein Verkehrsförderverein, dass vieles ehrenamtlich gemacht wird, denn sonst, wie gesagt, würde so gut wie gar nichts hier passieren.